doch hier. Und willkommen zurück. Gesagt, du sollst dich verpissen? So. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Ah ja. Ah, was will der Wichser von mir, Alter? Verpiss dich. Ich will nichts von dir. Digga, ist der irgendwie auf dem anderen Ufer oder so? Noch bin ich hinterher. Verpiss dich. Ah, gut. Ich will ja mit Jack jetzt mal hier reden. Hey, du. Den knüpfen wir uns irgendwann mal vor. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Naja. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und hab so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Corinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Ah ja. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Okay. Ich speichere mal. So, in der letzten Folge ist mal wieder das Spiel mal abgestürzt. Deswegen wahrscheinlich unten der Cut. Jetzt reden wir mal mit Laris. Ja. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Wegen der verschwundenen Leute. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Corinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern?
Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Oh ja. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Die Frage. Wenn ich auf Magie gehen will, dann muss ich ja am Anfang zumindest ein bisschen auf Stärke gehen, damit ich eine geringe Chance habe, auch Waffen zu nutzen, die ein wenig mehr Schaden machen als den Plünder, den ich jetzt noch habe. Ich würde mir auch sagen müssen, dass der Weg der Magie auch ein bisschen schwerer ist als, ich weiß nicht. Nahkampf ist immer so eine Sache. Manchmal hast du halt so Glück, Glücksgreifer zu landen, womit du dem Gegner schon die Hälfte des Lebens abziehst. Aber umgekehrt ist es genauso. Der Gegner haut dir aufs Maul und habt ihr ja vorhin gesehen, hier bei Mo oder wie der heißt. Der haut mich einmal und ich bin fast tot. Ich denke, andersrum ist das auch genauso, aber gut. Ich muss mal überlegen, wie wir das machen. Ja, egal. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Ja. Ich gucke gleich mal, wie viele Punkte ich habe. Dann. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Corinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Verstehe. Das liegt doch auf der Hand. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun.
muss eben aufpassen, was man so umzieht. Das höre ich zum ersten Mal. Das hat er wirklich nicht verdient. Mich brauchst du. Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Wo hast du das denn schon wieder? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Meine Meinung will ja keiner hören. Man erzählt sich ja so ein. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Das höre ich zum ersten Mal. Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zuris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Ja, hab ich schon getan. Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Der arme Kerl kann einem leiden. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lehmar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lehmar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Okay, wo kann ich mir von ihm Geld leihen, ohne dass der dann zu mir kommt? Das hat er wirklich nicht verdient. Wer erzählt denn so? Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Die Feuermagier. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Können wir ihnen das Ornament geben? Könnte es gut sein, dass wir die Quest aktivieren für das Add-on, ne? Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie viele Punkte ich habe. Ich habe 10. Dann werde ich jetzt die 10 Punkte in Stärke investieren. Bring mir was bei. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das hätte ich dir vorher sagen müssen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das ist doch nichts Neues. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. So weitergehen. Okay. Gut, deine Stärke hat zugenommen. So, jetzt haben wir 25. Meine Meinung kennst du ja schon. Du musst eben aufpassen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Genau das habe ich auch gesagt. Die Probleme habe ich komplett. Das liegt doch auf der Hand. Ich habe mir das schon gedacht. Warum erfahre ich das jetzt? Von mir erfährt keiner was. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Genau das habe ich auch gesagt. Das hätte doch gesagt. Dann legen wir uns mal in deinem Bett, ja? Das war doch schon vorher klar. Schauen wir mal bis zum nächsten Morgen, genau. So. Wir haben jetzt mit Laris geredet. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das ist mal wieder typisch. Wir können es ja richtig, wir können es bei Lima Geld leihen, ohne dass er uns am Arsch hängt. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich weiche aber vorher nochmal. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mein Mann sieht das anders. Kannst du mal versuchen. 1000 Goldmünzen. Du hast ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ich gebe dir mal 100. Und vergiss nicht, morgen will ich sie wieder haben. Das habe ich schon mal gesagt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ehrlich, ich habe selbst... Wirfst du dein Geld immer den Leuten hinterher? Mach dir mal keine Sorgen. Du kommst wieder. Sonst werde ich dich finden und töten.
So einfach ist das. Eigenen Augen gesehen hätte. Du hast eine so markante Visage, da werde ich nicht lange brauchen, bis ich dich gefunden habe. Also, lass dir nicht einfallen, mich zu verarschen. Er redet einfach zu viel. Und es wird noch viel schlimmer. Ich würde jetzt gerne was ausprobieren. Aber... hat Laris für mich das Geld zurückgezahlt? Weil er sagte ja, ich kann mir hier bei ihm Geld leihen. Leih mir Geld. Klar. 200 Goldmünzen. Das ist eine Menge Geld. Morgen sehe ich dich hier wieder und das Geld auch, verstanden? Warum soll ich mich denn noch alles? Wirfst du da? Also. Mir hat 200 gegeben, ja? Gut, Lema, kriegt ihr jetzt das Geld von ihm, weil ich will jetzt nicht... Hey, du! Er redet einfach zu viel. Ich teste das einfach, indem ich schlafe, weil ich habe keine Lust, dass mir irgendein Typ die ganze Zeit am Arsch klebt und mich verprügeln will und mein ganzes Geld mitnehmen will. Das ist noch so ein Schläger hier, oder? Ich schlaf mal. Noch eine Nacht. Naja, hier gesagt morgen und jetzt ist schon immer morgen und ich kann immer noch das Geld zurückgeben. Hm. Frage ist, lässt er mich hier in Ruhe? Also. Ich bin mir jetzt sehr unsicher, ob ich einfach jetzt das Geld nicht zurückgeben muss. Na warte, du dreckiger Dieb! Versuch nie wieder, mich zu bestehlen. Okay, nee, der bekommt mich. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ich meine, Laurus hat zwar gesagt, dass wir, ne? Aber... Scheiße. Du bist noch fun? Komm. Leih mir Geld. Klar. 200 Goldmünzen. Das ist ne... Das ist ja So, ich bin mal gespannt. Hier erzähle ich gar nichts mehr. Aber wir können auch mal unten, Was du nicht sagst. Da ist noch jemand, mit dem wir reden können über Diebesgilde. Nämlich da hinten bei den... Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis. Der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ich habe mir das schon gedacht. Ah ja. Mich brauchst du das nicht. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Und es wird noch viel schlimmer. Ah ja. Broma. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür... 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Was ist das denn für einer? Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich.
Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Soll ich mich denn noch alles kümmern? Nee. No. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Okay, dann das machen wir mal. Gehen wir erstmal weiter. Ja. Was haben wir hier noch? Halvor. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Wir können nur abwarten. Das hätte er auch selbst wissen. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ich glaube nicht, dass vermisst du jemanden? Ich? Nein. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Zeig mir deine Fische. Mich brauchst du das nicht. Wird sich das jemals ändern? Ah, nicht der Typ, der hier so spezielle Fische hatte? Nee, erstmal nicht. Ich meine, dass hier irgendwann der spezielle Fische verkauft, wo Sachen drin sind. Aber hier war noch einer von der Miliz, mit dem ich reden kann. Hey, genau, du, Martin. Du hast hier oben nichts zu suchen. Wir haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Nein, das will ich sehen. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an. Sonst rufe ich die Wachen, klar? Du rufst die Wachen, ja? Du gehörst zu Miliz. What the fuck? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Hm. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Hm. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Ha, Meisterdegen. Oh. Hast du auch was mit weniger Stärke? Kurzschwert im Miliz. Das edles Kurzschwert. Macht 5? Ja, alles klar. Das können wir uns schon nicht leisten. Mullerradfett, okay. 750.
50er, das ist, ist der Abzocke, Alter. Alle Kisten noch da? Fass hier. Ich kann nicht mit dem Nauer reden, okay. Ich hab mir das schon gedacht. Dann wollen wir jetzt mal, nur langsam anfangen. Wir können noch hier den Strand entlang. Genau, da hinten. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Dann können wir noch auf die andere Seite. Irgendwo da hinten. Nehmen wir alles mit. Ist doch hier der Farim, ne? Ja, Farim oder. Hey, du. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hat er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist das schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinis wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Okay. Nochmal, haben wir noch einige Informationen gekriegt, dann rede ich jetzt mal da oben. Kann ich hoch? Ja. Mit dem du hier reden. Ich glaube, das ist der, mit dem ich reden kann. Hey, du. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fischer. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss.
Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Dann wollen wir ihn das mal berichten. Hey, du. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Aquamarina halt, okay. Ja, dann hätten wir das hier jetzt erledigt. Aber wir können... Und nochmal hier weitergehen. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier ist das Schiff, okay. Wir nehmen hier alles mit. Na gut. Bevor wir jetzt ihn auch machen. Gucken wir mal ein bisschen den Strand hier ab. Gucken wir, da noch ein Lager hat. Ist das ein Varan? Bei denen schon schaffen. Mir was. Oh, das wird... Okay. Ne, das schaffen wir nicht. Okay. Das wird mich so schnell tot. Alter. Na gut, dann gehen wir da erstmal nicht weiter. Und gucken mal hier oben, was da noch ist. Mal hier noch Fisch. Mal gucken. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Okay. Ja, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und... Dann werden wir mal so langsam die ganzen Quests alle abklappern. Wir werden hier bald dran sein, dass wir sein neuer Links sind. Dann werden wir uns die Banditen holen. Wir werden zu Arkis. Arkis, wie ist der? Arkis oder so, zu seinem Hof da gehen. Dann werden wir Matteo sein Gold geben. Wir werden jagen gehen. Oh, wir haben so viel zu tun, Leute. Ich will nicht wissen, wie das mit dieser Erweiterungsmod da ist. Da gibt es aber mehr Gilden, die man sich anschließen kann. Oh Gott, ey. Ich bin mir nicht so sicher. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey, super. Von mir erfährt keiner was. Na dann, ich habe hier unten erstmal fertig. Dann werde ich hier einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Das ist mal wieder typisch. Das interessiert mich nicht.